Brau. Brau. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Das war Premiere. Digga, Premiere auf diesem Kanal. Digga, was eine Farbe. Was eine Farbe. Das ist eine Sonderlackierung, hat der Bre gesagt. Erstmal, ich habe gestern, zu viel geraucht. Ich habe Shisha geraucht. Zu viel in meine Lunge. Hört auf zu rauchen. Ich hasse Shisha. Ich habe so ein Massiv-Interview gesehen. Kurz mal off-topic, bevor ich gleich mit dem Auto anfange. Ich habe mir kurz so ein Massiv-Interview angeguckt und der hat so gut Werbung gemacht für seinen Tabak. Ich habe direkt geholt. Ich hatte Shisha noch im Keller. Kurz mal geraucht, Bruder. Direkt fast Lungenkrebs bekommen. Das ist aber ein anderes Thema. Kommen wir zurück zu diesem... Alter, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Auto betiteln soll. Ich habe gestern ganz spontan eine Insta-Story rausgehauen und der Bre, der mir das Auto zur Verfügung gestellt hat, der wohnt hier 10 Minuten von Frankfurt entfernt. Er ist der dümmste Mensch der Welt, Bro. Ich werde sein Auto heute so demolieren. Wir fahren gleich gegen den nächsten Baum. Wo ist der nächste Baum? Gib mir den nächsten. Boom. Bro, okay, ich muss ein bisschen runterkommen. Es ist schon ein krasses Auto. Digga, das ist Vollausstattung. Voll. Sind das 22 Zoll Felgen? Das sind 22 Zoll Schlappen. XL. Guck mal hier. Guckt euch das mal an. Das ist nicht irgendwelche Folie auf Wish bestellt. Das ist Carbon. Echtes Carbon. Auto kostet so, wie es hier steht, 90.000. Der Bre, der es fährt, der sah aus wie 17. Ich weiß nicht, wo die Leute das Geld herbekommen, Digga. Das sind teuer. Boah, ich geh mal kurz so rum, einfach mal. Jetzt muss ich wieder dreckiges Kennzeichen verpixeln, Alter. Das, Bruder, das nimmt die meiste Arbeit in Anspruch. Hier, guck mal hier. RS. RS. Das ist ein race-saftiger After. Oh, Junge, RS. Ich wollte schon immer mal ein RS fahren. Wisst ihr warum? Weil dieses Schmuckstück hat einen 5-Zylinder drin. Ich glaube, alle RS-Modelle, die kleinen zumindest, A3, RS, also RS3, dann TTRS, dann das war's eigentlich, oder? Bro, dann der Q3, die haben alle 5-Zylinder und ich habe mir sagen lassen, dass die 5-Zylinder sind und ich bin noch nie ein 5-Zylinder gefahren. Ah, wir können direkt die Motorhaube aufmachen. Aber erstmal gucken wir, wie der von hinten aussieht. Alter, was für ein Arsch. Was für ein saftiger After. Innenraum, oh Junge, Bimp Edition. Einfach Bimp Edition hat er sich konfiguriert. So. Machen wir die Motorhaube auf und gucken uns den schmackhaften 5-Zylinder an. Es muss eigentlich ganz einfach gehen hier. Bro, ich hab gesagt, das muss einfach... Ey, what the fuck, Alter? Ach nein. Ach hier. Ja. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das... Bro! Was war das, Junge? Ey, wie süß. Junge, das Auto ist doch von 2021, oder? Baujahr 2020, 21. Was ist das? Noch mit Stab. Mein Golf hat ja, glaube ich, sogar elektrisch. Bro, krass. Aber ich will hier nichts kaputt machen. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem Fahrzeug umgehen, weil mit meinem Hartz-IV-Gehalt kann ich hier nicht mal einen kleinsten Kratzer bezahlen. Deswegen ganz vorsichtig. Guck mal hier, wie geil, Alter. Rot. Ich weiß nicht, ob man das so konfigurieren muss oder ob das immer so ist, aber das sieht echt geil aus. Das ist ein Motor, Bro. Das ist ein Motor und ich sage euch eins, diese 5-Zylinder, ich habe keine Ahnung, wirklich, ich habe keine Ahnung, aber ich habe sehr, sehr viel Grip geguckt und ich habe auch einen Kfz-Meister mit Brief als Kumpel. Der hatte mal einen TT, einen ganz normalen TT, aber der hat gesagt, der TTRS, dieser Motor, es ist ein emotionaler Motor. Ich bin echt gespannt, ob das auch stimmt oder ob ich jetzt, Scheiße. Oder ob ich das Auto jetzt gegen den nächsten Baum pfeffern muss. Aber ich glaube nicht. Bro, diese Felgen. Bro, diese Felgen sind einfach größer als mein ganzer Golf. Bumstest. Der ganz wichtig. Ganz. Er hat mir sogar eine Decke vorbereitet. Ich küsse doch deinen After. Wie klappt man die Sitze um? Bin ich dumm? Mit Knopf. Hier auch. Bro, what the fuck? 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 Ah, hier. Wahrscheinlich. Scheiße, Kratzer reingemacht. Junge, jetzt muss ich safe 10.000 Euro zahlen. Dieses kleine Plastikding ist bestimmt teurer als mein ganzer After nach dem Scheißen. Junge, was laber ich da wieder für Scheiße? Wie geht das rein? Okay. Ich weiß nicht, wie man die Sitze umklappt. Bin ich denn komplett behindert oder was? Hä? Ey, what the fuck? Ich weiß nicht, wie man das umklappt. Wahrscheinlich muss man das irgendwie per Gestensteuerung machen oder fünfmal in die Hände klatschen oder hier auf den Sitz wichsen und dann geht es runter. Keine Ahnung, Junge, fragt mich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt. Mit
Schlaufe. Hauptsache hier vorne elektrisch. 90.000 Euro Fahrzeug. Bam. Aber hinten dann gefuscht mit Schlaufe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir machen die Karre jetzt ganz schnell zu. Schnell rein, schnell rein. Bro, Digga, hier kannst du nicht eine Chaya bumsen? Hier kannst du nicht zwei Chayas bumsen? Bro, scheiß auf Chayas. Hier kannst du sechs Nilpferde ficken. So, wir machen den Bre. Jetzt alles wieder so, wie es war. Bro, wir müssen hier wirklich sehr, sehr aufpassen. 90.000 Euro, Bruder. 60 Quadratmeter Wohnung in Frankfurt kannst du kaufen. Nee, kannst du nicht, Bro. Die Preise sind echt abnormal. Ich glaube, in Frankfurt kostet eine 5 Quadratmeter Wohnung 90.000. Alter, Fake! Fake-Auspuffblende. Das machen die jetzt immer so. Ich habe mir auch sagen lassen, dass der Sound ja zum Vorgänger etwas schwächer ist. Das fuckt auch sehr, sehr viele Kunden ab. Ist aber leider so, wir leben in Deutschland und man sollte das Gesetz eigentlich schleunigst ändern, aber passiert leider nichts. Das tendiert immer mehr dazu, dass wir bald gar keinen Sound mehr haben. Und das ist sogar Real Talk, weil bald fahren alle nur noch E-Autos, aber sieht auf jeden Fall geil aus. Früher war das aber noch, so vor ein paar Jahren, wo ihr alle noch in den Windeln wart, war das hier ein richtiger Auspuff. Mistgestick. Was laber ich da wieder für ein Scheiß, Alter? Wir machen jetzt Soundtests. Wir machen die Karre jetzt mal an. Alles hier, Bro, alles digital. Transformers, Bro. Ich komme damit gar nicht zurecht. Wow. Ja, der Sound ist schon ein bisschen anders als bei meinem Golf. Wir machen einen Soundtest. Warte mal, ich muss mal gucken. Wo macht man, kann man Auspuffanlagen aufmachen? Bro, kann man das machen? Hier auf Dynamic? Ja, ich glaube Dynamic. Richtig hier Rotlicht-Sonaten-mäßig konfiguriert. Gefällt mir auch gut. Wie dreckig das ist. Ich würde gerne diesen Staub hier anlecken. Soundtest. Man merkt, wir haben 2021, wir fahren los. Was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise der Bre hat mich darauf aufmerksam gemacht, dieser Schaltknauf sieht leider aus wie ein Dildo. Die alten waren viel besser. Das war so, ja, so im Flugzeugdesign. Das ist echt, ey, muss ich echt sagen, passt einfach nicht zu diesem Auto. Bro, ich bin echt gespannt jetzt, was hier auf der Autobahn abgeht. Guck mal hier, Tank ist, zeigt was, so 70% oder so. Reichweite noch 290 Kilometer. Junge, mit meinem Golf schaffe ich bei so einer Tankfüllung, und wahrscheinlich hat der noch einen größeren Tank, gefühlt 6000 Kilometer schaffe ich. Okay, wir fahren jetzt hier lang. Oh, WTF, warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen zurück. Ich muss ein bisschen in die Pimp-Position hier rein. Alter, geht das nach vorne? Da flutscht mir die Scheiße aus meinem After, obwohl ich schon geschissen habe, Alter, wenn ich hier Gas gebe. Ja, okay. Warte mal, wo lang kann ich jetzt, Bro? Der hat gesagt, hier rechts. Und dann, ja genau, da ist die Autobahn. 661, Junge. Okay. Ich sitze in einem gottverdammten RS mit schwarzem Dach. What? Junge, was hupt der mich an? Was hupt der? Das können wir direkt testen jetzt. Der hupt mich an, Junge. Ich bin hier komplett in meinem Film. Ich bin komplett leidenschaftlich hier unterwegs. Emotionen pur. Und der hat nichts Besseres zu tun, als mich anzuhupen. Wow! Oh mein Gott. Holy shit. Ey, ich hoffe, ich bin hier richtig. Scheiße, Junge. Ey, ist ja gut. Ich fahre ein RS. Was hupst du mich an? Boah, das ist die Autobahn. Ja. Dreck, ich bin einfach falsch gefahren. Scheiße, Mann. Ah, der hat sogar Spurhaltesystem. Ach nee, Junge, das Auto kostet 90.000 Euro, das ist volle Ausstattung. Natürlich hat das Spurhaltesystem, das hat alles, Junge. Das hat sogar Aftermassage. Das hat, Junge, dieses Auto ist einfach krank. Und ich bin komplett falsch gefahren. Wir müssen wieder zurückfahren. Boah, Alter, wie der runterschaltet. Darf ich hier U-Turn machen? Ich glaube schon. Ja, man darf. Okay. Boah, 100. Wow, das ist schnell. Wer kann sich noch erinnern, damals noch, wo wir noch Ford Focus, diesen einen, wie heißt der, Skoda, nee, Seat Mii und so getestet haben. Bro, jetzt RS. Digga, ich kann euch nur den Tipp geben, macht nichts aus eurem Leben. Beantragt Hartz IV, holt euch eine PS5, denn dieser Lifestyle ist scheiße. Wer braucht schon einen, wieso fährt man RS? Ist doch komplett bescheuert. Hey, der liegt auch sehr, sehr gut auf der Straße für ein SUV. Ohne Scheiß, Alter. Das Fahrwerk ist sehr, sehr, Pro. Vielleicht ist es auch besser, dass ich in die Richtung erstmal gefahren bin, weil jetzt ist der Motor wirklich warm. Kann man das hier irgendwo anschauen? RS-Mode, was ist das? Ah! Abo. Boost, G-Meter, 1 G-Punkt-Meter. Leistung, wie viel Leistung wird beansprucht? 0%? Oh!
80%, 100%. Alter, geht das ab? Das ist ja geil hier. Das ist ja richtig geil, Junge. Ich fühle mich wie ein scheiß Formel-1-Fahrer. Dann fahren wir hier ab und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und da zeige ich euch, wie das Ding auf der Autobahn performt. 0 auf 100 und den anderen Mist, den keiner sehen will. Also haut rein und wir sehen uns, Bro. So. 130, 140, 150, 100. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. 170, Digga. Platz da! Macht Platz! Was willst du denn? Du Dreckiger, wieso macht man das? Boah, Alter! Das war eine Fehlzündung. Das war eine dreckige Fehlzündung. Oh, scheiße, das war eine Fliege. Das war eine dreckige Fliege. Du Scheiße! Boah. Alter, das ist nicht normal.